Seit über 50 Jahren gibt es das Fotostudio Urbschatt am Kurfürstendamm. Einst gegründet von Horst Urbschatt 1969, wird das Familienunternehmen heute von seinen Töchtern Nicole und Daniela sowie seinen Enkeln Dirk Demel und Yvonne Huber weitergeführt. Das alljährliche Sommer- und Jubiläumsfest der Urbschatts gehört mittlerweile zu einem der Highlights für die Berliner Lokalprominenz, die sich auch in diesem Jahr wieder ein zahlreiches Stelldich einlieferte. Und es gab wieder viel zu bestaunen diesmal. Kulinarisch traditionell draußen mit Currywurst, Live-Musik und Tanz und drinnen mit neuen Urbschatt-Kreativexponaten, die bewundert werden konnten, wie zum Beispiel Bilder mit räumlicher Wirkung. Yvonne, Nicole und Daniela stehen jetzt hier. Ja, und ihr drei, ihr seid sozusagen die Verursacher des wunderschönen Festes, was jedes Jahr hier stattfindet auf dem Kuhdamm. Der wird ja fast gesperrt. Get Together bei Urbschatz. Da kommt eigentlich keiner vorbei. Aber es kommt ja nicht jeder rein. Ich sag mal, ihr habt ja schon Wochen, Monate vorher eine Gästeliste. Wie viele dürfen heute an diesem wunderschönen Event teilnehmen? Also es haben sich angemeldet 500 Gäste und wir hatten eingeladen 600. Also es kommt fast immer alle. Jetzt ist es ist schon so beliebt und es ist legendär inzwischen, das Urbschattfest. Ja, und wir machen das eigentlich sogar zweimal im Jahr. Okay. Wie fing dann das eigentlich damals alles an? Das liegt daran, dass meine Schwester so wahnsinnig gerne feiert und unsere Kunden es lieben und das ist einfach eine Institution geworden. Also, und wir haben so viele Künstler in unserer Kundenkartei, die gerne auftreten und so ist es halt ein Geben und ein Nehmen und ein Miteinander und einfach Berliner Spaß. Man sieht sich halt auch wieder, ne? Nicht nur beim Fotografieren, sondern auch mal, wir geben gerne was zurück. Genau, ich wollte sagen, das ist jetzt der Sprössling, wollte jetzt gerade überleiten. Ja, das ist ja schon in der wie vielen Generationen seid ihr denn eigentlich jetzt schon? In der dritten Generation mit mir. Vor einem Jahr hat das. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß zwar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwie haben wir mal auch mal ein Fotoshooting zusammen gehabt, wo ihr damals eine Ausstellung im KDW hattet. Ne? Das ist, wie viel Jahre ist das her? Wollen wir nicht wissen. Okay, gut, alles klar. Aber was ich damals feststellen kann, ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr ein Fotoshooting machen wollt, das ist wahnsinnig schön, es macht wahnsinnigen Spaß. Aber es ist auch total anstrengend. Ich hatte so einen Muskelkater damals, weil ich hatte, wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, du hast mich fotografiert, oder du? Weißt du es noch? Ich weiß, es ist so lange her. Das war auch vor 5 Jahren. Ja. Weißt du, die Zeit rennt, genau. Also ich habe in High Heels da gestanden und habe mich wirklich strecken müssen. Und dann hieß es immer, Bauch einziehen, hierhin, dahin drücken, dahin. Das war so anstrengend, dass ich wirklich nächsten Tag platt war. Aber die Bilder sind immer noch schön, oder? Ja, die sind mega schön. Und die hingen damals wirklich im KDW. Da bin ich so ganz stolz rein und denke, oh wow, ich hänge im KDW. Cool, ne? Ja, wir hatten damals ein Geschäft im KDW und das war natürlich ein Traum, dort ausstellen zu können. Aber nach einer der Umbauten im KDW haben wir uns dann entschieden, da wegzugehen. Wir standen dann irgendwann hinter den Herrenschlüpfern und das fanden wir dann nicht so schön. Standort. Der Herrenschlüpfer, der passt nun absolut nicht. Also ihr habt ja wirklich alle Größen des Showbusiness bei euch im Laden schon gehabt, richtig? Ja, eigentlich gibt es keinen, den wir noch nicht hatten. Nicht nur das Showbusiness, auch Politiker, ne? Also von Donald Trump über Boudros Kali haben wir alle fotografiert. Lagerfeld? Natürlich. Ja. Also das ist ein Foto von meinem Schwiegersohn, der hat den fotografiert. Okay. Das sind die Mana Lees, die auch hier sind und ausstellen heute, weil wir haben ja auch eine Ausstellung, die heute eröffnet wird. Und da hat ganz viele Fotos mein Sohn gemacht, der Dirk Demel. Und mein Schwiegersohn und mein Vater und unsere Wenigkeit, wir haben auch ein paar Bilder hängen. Also das ist einfach legendär, man muss sich einfach hier einmal, ich sag mal so, ins Licht der Kamera gestellt haben, weil ihr seid wirklich Tradition und ich glaube, die Tradition wird auch never gebrochen. Ne? Wann ist bei dir? Die vierte Generation? Mein Sohn ist 13, aber ich weiß noch nicht genau, ob er Fotograf wird. Mal gucken. Wir haben aber noch 5 Mädels im Rennen, also irgendeiner wird es machen. Wenn nicht, wird er Geschäftsführer. Okay. Wir produzieren einfach weiter oder die nächste Generation, irgendeiner aus der Familie macht. Na, deine Enkelkinder produzieren weiter, wir ja. Natürlich nicht. Also ich habe 4 Kinder, weißt du, mir reicht es. Und 6 Enkel mittlerweile, genau. Das ist meine Produktion. Ich glaube, wir könnten hier stundenlang
lang stehen und reden heute, aber eure Gäste warten natürlich auf euch draußen. Es geht bis 22 Uhr heute. Ja, offiziell. Offiziell und inoffiziell spricht man dann noch leise ein bisschen vor sich hin und feiert weiter. Und dann geht's, wann ist die nächste Feier? Nur mal schon mal. Halbjahr bestimmt. Nein, dann Weihnachten. Wir haben gerade heute ausgemacht, dass wir hier eine Kindermondschau und so ein richtig tolles Kinderfest machen. Das fändet Weihnachtsmannfotos. Und Weihnachtsmannfotos und natürlich für die erwachsenen Kinder Glühwein. Richtig. Oh, ja. Ja, in dem Sinne, also ihr geht jetzt raus, das füllt sich nämlich da draußen immer mehr und immer mehr. Und wir gehen jetzt mal die Promis besuchen. Dankeschön, Dankeschön. Euch auch und Dankeschön für das wunderschöne Event jedes Jahr. Danke.